So, hallo Freunde der Spielkultur auf YouTube. Wir haben die Aufnahme gestartet. Wir schauen uns Hellpoint an. Heute am Spieletestabend. Und ich muss es noch bei Twitch umändern. Verdammte Acker! Hellpoint ist ein Dark Fantasy Souls-like Spiel. Ich hoffe, es war nicht falsch. Ich hoffe, es wird mich nicht total abfacken. Wenn du längere Zeit mit einer Waffe kämpfst, kannst du passive und aktive Fähigkeiten freischalten. Zum Puenkaczrym. Perkarabemu. Promus mocieć. Fresh wyperchy. Pchu. Pożyczeniowania. Nikczym na nowe. Ja, genauso habe ich mir das immer vorgestellt, geboren zu werden. Gar nicht mal so schlimm aus. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Okay, das Wasser sieht jetzt aus. Das könnte aus UT 2004 sein. Und es führt RTX on. Eine Injektion, wo E dran steht dann, wenn ich es benutzen will. Oder das Wasser aus Neverwinter Nights. Oben links ist die Ausdauer. Grün. Rolle. Harter Schlag, leichter Schlag und mit links kann ich nur leichten Schlag machen. Weil die andere Taste ist Rennen. Und zwei Tasten haben noch gar keine Funktion. Von was hast du keine Ahnung, da vertraue ich nur Jordel. Weltraumwale. Untersuche. Benutze A fürs Springen. Tutorial of Hell. Ach so, weil der will, dass ich da an der Seite rüberspringe. Riss stabilisieren.
Das sieht aber gar nicht aus wie ein gutes Rohr. Rüste eine Waffe im Menü aus. Lass mich raten, um den Riss richtig zu stabilisieren, muss ich kämpfen. Ach so. Das ist sowas wie das Lagerfeuer. Hallo, wenn du ein was auch immer Wesen bist, wirst du auch einen schwebenden Blitz drücken. Alles andere wäre ja Unsinn. Das habe ich schon mitbekommen. Starker und leichter Angriff. Ah, sehr gut, es gibt eine Zielanvisierung. Nebenhandel, du kannst drei unterschiedliche Sets tragen. Ich muss sagen, von der Menüführung übrigens ist das schon besser als das, was ich letztens als Souls-like gespielt habe. Wie hieß es nochmal? Weil es direkt irgendwie so klobig war. Auch wenn es jetzt grafisch nicht so dolle ist. Obwohl, das ist wirklich noch zu leicht. Das kann ich noch nicht Souls-like nennen. Aber es sind halt nur Trash-Mobs. Mortal Shell, genau. Obwohl Mortal Shell wahrscheinlich zu Release bedeutend besser ist, weil es einfach balancierter sein wird. Das war ja eine Preview-Version, die ich gespielt habe. Dafür war es halt schon ganz okay, aber teilweise irgendwie war das Kampffeedback nicht so dolle. Aber so von der Welt etc. sah es schon ganz cool aus. Ach, hier ist das Schild. Ich kann noch gar nicht sagen, wie das Spiel ist, weil ich es gerade erst angemacht habe. Grafisch nicht auf der Höhe der Zeit. Und glaubt ihr an Fallschaden in dieser Welt? Ich vermisse das Abschlagen von Sachen beim Feind. Wie bei The Surge. Ich habe noch, das Positive war, dass das Menü angenehm ist. Also es ist alles ein bisschen Asbach. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es ein Vollpreistitel ist. Wir müssen den ersten richtigen Gegner abwarten. Anscheinend machst du Bonusschaden. Wenn du einen Gegner unvorbereitet angreifst von hinten. Kostet 30 Euro. Ich
Aber aktuell ist es noch sehr gehalten. Vom Schwierigkeitsgrad. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern, wenn man den ersten Boss sieht. Obwohl die Grafik so schlecht ist, ist die Atmosphäre aber ganz gut. Und ich glaube so vom... Es gibt ja nicht sehr viele Dark Fantasy Spiele, wenn ich mich recht entsinne. Und ich mag eher eine schnelle Steuerung, dass sich die Figur sagt, ein bisschen merkwürdig schnell dreht und so weiter, als dieses ewige, oh, ich muss erstmal warten, bis er so um seine eigene Achse läuft. Das sieht aus wie eine Karte. In Irid Novad bilden alle Nationen der Milchstraße eine harmonische Einheit und die hoffnungsvolle Ordnung zu stärken, die kommende Generation ihre Zukunft sichern wird. Nichts Geringes als das größte und edelste aller Ziele wird unsere Anführer befähigen, diese wichtige Aufgabe voller Mut gemeinsam zu bewältigen. Das Ministerium wünscht allen Würdeträgern und Diplomaten einen fruchtbringenden Aufenthalt an Bord. Observatorium, Dominion der Erhabenen, Becken. Ja, im Becken bin ich wahrscheinlich geboren. Das war das Ding, wo wir rausgekommen sind. Finde den Architekten. Gut, dass jemand mit seiner Hand eine Nachricht für mich an diese Wand gepresst hat. Und danach muss ich einen Schlüsselmeister finden. Ne, erst den Schlüsselmeister und dann den Architekten. Jetzt geht's los. Immortal haben wir auch angespielt. Also komischerweise habe ich, glaube ich, fast alle Searchlight-Spiele angespielt. Nicht Search, Dark Souls-like-Spiele. Also das Schildblocken hat schon mal nicht so gut funktioniert bei dem. Und du verlierst deine Axes natürlich, was, glaube ich, die Punkte sind, womit du upgraden kannst. Und natürlich spawnen alle Gegner nach. Also ganz normale Dark Souls-Geschichten. Ich muss bestimmt die Sachen wieder einsammeln. Und wenn ich sterbe, ist das halt komplett verloren.
Die Frage wäre natürlich, muss man vielleicht hier unten noch irgendwas finden, wodurch ich ein bisschen stärker rauskomme beim Becken. Kann mich ja noch ein bisschen umgucken. Hey, du Sauhund! Ah gut, es gibt kein... Doch, es gibt Fallschaden. Ach, da lag noch was. Ich nehme dieses Haus für das Ministerium in Beschlag. Tut mir leid, mein Freund. Du solltest es besser wissen. In dieser Welt musst du schnell sein, wenn du Gebietsansprüche erheben willst. Diesmal hat es für dich nicht geklappt. Vielleicht bist du in der nächsten Welt schneller. Und jetzt verschwinde von hier, bevor ich dich auch noch denunziere. So nicht. Aber ich auf den Kisten geblieben, hätte ich da auch lange gekonnt. Ich glaube, hier unten sollte noch ein Riss sein. BNB-Tresorschlüssel. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich so weit hüpfen kann. Toll. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Und das dreht automatisch die Spielfigur um. Wie du das Ding bei der Kiste ignorierst. Was für ein Ding bei der Kiste? Das Ding bei der Kiste zu ignorieren, ist keine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Because sei es schon. Rohinsilium. Ach, das meinst du. Hab ich doch aufgehoben. Wer immer die X-Taste sucht. Ja, damit ich nicht hüpfe.
Ja, vielleicht komme ich ja doch oben, wenn ich sprinte. Könnte das schon passen. Ich versuch's einfach. Wenn ich jetzt... Wann dann? Dankeschön, Timski. Danke für dein Content und deine umfassenden Englischkenntnisse. Geht doch. Scheiße, warum finde ich jetzt eigentlich das Design hier ganz cool? Gar nicht mal, ist wirklich nicht so schlecht. Nicht perfekt, aber okay. Dir auch eine schöne Nacht, Timski. Und vielen Dank für dein Twitch Prime Abo. Bist du ein Gegner? Oder bist du einfach nur irgendwas, was hier was an der Wand scannt? So wie eine fette Ratte. Da war wieder dieses Fuck-Nachdrehen, was ich auch so hasse bei Surge. Oder auch The Last Remnant übrigens. Da müsste man auch mal wieder reingucken. Es gab so viele Updates. Alter. Was soll das denn für eine Waffe sein? Ja, einfach nur ein Stück Metall an einem Betonklotz. Und wenn ich damit einmal schlage, ist meine gesamte Ausdauer für den Arsch. Ich bin nicht sicher, warum die rot sind, die Waffen. Ich glaube, weil meine Grundwerte zu schlecht sind dafür. Aber ich sehe gerade nicht hundertprozentig. Da unten ist übrigens in der Mitte, glaube ich, ist der Erfahrungsbalken für die Waffe. Weil du kannst dementsprechend, wenn du lange mit der Waffe kämpfst, ja irgendwelche Fertigkeiten freischalten. Was ja auch keine schlechte Idee ist. Benutze die Waffe und sie wird dir was beibringen. Ach, weißt du, was wir gemacht haben? Eine Abkürzung freigeschaltet. Oh, Klassiker. Cool. Gibt sogar ein bisschen Ausrüstung. Ah, da sind die Levelkosten. 150. G
Gesundheit, Energie, Ressourcen, die von Schusswaffen, Katalysatoren, dem Omnikubus und Fähigkeiten, Waffenfähigkeiten verbraucht wird, wird durch verursachten Schaden im Nahkampf aufgefüllt. Ausdauer, Ressource, die beim Angreifen, Sprinten, Springen und Ducken verbraucht wird. Das maximale Gewicht, was du tragen kannst, bevor du dadurch behindert wirst. Behindert. Erhöht den Schaden, der mit schweren Waffen verursacht wird, vorausgesetzt für bestimmte Ausrüstung. Erhöht den Schaden, der mit schnellen Waffen verursacht wird. Kognition erhöht den Schaden, der mit Schusswaffen verursacht wird. Weitblick erhöht den Schaden, der mit Katalysatoren verursacht wird. Vorausgesetzung für bestimmte Ausrüstungsgegenstände. Verteilung ist der natürlich Prozentsatz für Schadenreduktion. Und das andere, Beharrlichkeit, legt fest, wie viel Schaden erlitten werden kann, ohne unterbrochen zu werden. Moment, dann gehen wir da, von da nach da. Infusion aufbrechen. Ach. Das sind... Ja, ich verstehe schon. Du findest diese Aktionen bei Gegnern. Und das sind wie EP-Behälter. Aber mir fällt direkt auf. Okay, die Risse sind auch gleichzeitig die... Also die Reisepunkte, zwischen denen du hin und her porten kannst. Dass ich keine weiteren Heilungsinfusionen bekommen habe. Also das wird nicht aufgefüllt durch den Riss. Oh, und Gegner sind nicht respawned. Obwohl ich an einem Riss war. Also ist das nur, wenn ich sterbe, dass Gegner respawnen. Ich habe nicht genug Stärke für die Keule. Hoshi. Beziehungsweise... Da steht nämlich, dass wir für die Waffe Reflexe 6 haben müssen. Das ist nämlich bei, ich glaube, unter der Waffe die Erfahrung. Wir kriegen 30 Kognition dazu, wenn wir die Waffe ausrüsten. Und einen Abzug von 30 Stärke, wenn wir die ausrüsten. Die Welt sieht langweilig aus. Ja, wir haben in letzter Zeit mehr farbenfrohe Spiele gespielt. Das ist natürlich jetzt so ein Dark Fantasy Spiel, wo alles so ein bisschen dunkler ist, wie Riddick-like. Im Vergleich zu Grounded oder so schon... Ein ganz schöner Abfuck. Ah ne, von hier waren wir gekommen. Und da war der lange Gang, wo am Ende der mit dem Schild ist. Und es ist noch das Tutorial-Gebiet. Gibt es keine Pflanzenpilze im Spiel? Also wirklich. Als wenn ein Spiel sich dadurch identifiziert, wie viele Pflanzen es gibt. Und vor allem sind wir auf einer Raumstation. Okay, es spawnen doch einige Gegner neu. Unten sind nämlich wieder welche. Aber ich habe jetzt alles mir angeguckt auf der Ebene.
krieg selbst mit Schildschaden. Ich sollte lieber ausweichen. Opferbeinstangen. Mal eben kurz ein paar töten, weil wenn ich den Fahrstuhl aktiviere, kommt ja alles hier an und geht mir auf die Nerven. Ich hatte den Fahrstuhl vorhin aktiviert. Vergessen wir, was ich gesagt habe. Das Schild hat auch schon Löcher. Das Schild ist halt nicht so dolle. Hallo Teich. So, das ist das, was ich liegen gelassen habe. Kohlenstoffreste. Sag doch gleich. Toter Mensch. Die machen mir ein bisschen Angst an der Seite. Ich habe dich ganz genau gesehen. Okay, den Eck habe ich vielleicht nicht ganz genau gesehen. Kann es sein, dass dementsprechend, wie viele Gegner ich töte, diese Heilaufladung generiere? Weil da um dieses Heilding unten links, was ihr nicht sehen könnt, weil mein fetter Kopf da im Weg ist, ist nämlich so ein roter Kreis. So, ich hoffe, ich bringe das Spiel nicht zum Abstürzen, wenn ich mich hier so ein bisschen hin und her bewege. Wahrscheinlich sagt mir das Spiel gleich auch, gegen manche Gegner sollte man nicht sofort kämpfen.
Zugang zum Dominion der Erhabenen nicht gestattet. Willst du mich verarschen? Ich bin in meinem Menü. Geh weg. Nee, das Kreuzschild ist, glaube ich, ein Muster gewesen. Also wirst du wahrscheinlich auch irgendwas wie craften können. Geh in mein Loch. Das sieht doch sehr vertrauenswürdig hier aus. Zeremoniedolch. Hund, was geht ab bei dir da hinten? Was kam so aus dem Loch da raus? Was bedeutet das denn jetzt, dass da links oben das rot geworden ist? Immer schön, wenn das Spiel einen mit allen Informationen versorgt, die man so wissen sollte. Es vibriert jetzt auch überall hier. Wahrscheinlich machen jetzt Gegner extra Schaden. Oder es gibt neue Gegner wie der da vorne. Let me go, let me go, let me go, let me go. Ach, wir sind genau über dem Riss jetzt. Da ist die nächste Abkürzung. Merkwürdig.
Also bis auf das Beben hat sich jetzt aber nichts verändert. Also vom Menü her würde ich ja tippen, dass wir uns um ein schwarzes Loch bewegen. Und wenn wir halt ziemlich nah dran sind, dass dann irgendwas passiert hier mit der Station. Und deshalb gibt es das da links oben. Das zeigt uns wahrscheinlich irgendwie an, wie... Weiß ich nicht, hat sich das irgendwie verändert zwischendurch mal? Ich habe da nicht so drauf geachtet. Bis daraufhin, als es plötzlich rot wurde. Absaugen ist wohl Lifestyle. Sehr wahrscheinlich. Auch wenn man davon nichts merkt oder spürt. Die Raumstation umkreist in Echtzeit ein ominöses schwarzes Loch, das verschiedene dynamische Ereignisse auslöst, wie etwa modifizierte Gegnerwerte und Positionieren oder Auftauchen von Bossen und angreifenden Horden. Ach, deshalb ist da vorhin der eine Typ rumgelaufen. Oder der da vorne. Die Waffe hat übrigens einen schweren Fehler, wenn ihr auf dem Boden sind. Na, wenn ihr auf dem Boden sind, kann ich ihn mit einem leichten Schlag nicht treffen. Ich muss erstmal den Raum leer machen. Was stimmt nicht mit dir? Dankeschön, Teichchef, für ein Stufe 1 Abo. Wieder nur ein Opferkopfstück. Dafür brauche ich 3 Stärke. So, ich glaube, alles andere ist tot. Dann zeig mir, was du kannst. Show me what you get. Keep Swifty.
Reicht doch. Also kein Loot. Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass links um sich das weiter bewegt. Vielen Dank, Teich. Das höre ich gerne. Auch wenn ich unstrukturiert bin im Moment. Zeigt den Dolch vom Movement, da habe ich Angst, dass ich den Gegner mal verfehle. Das Ding war vorher nicht offen. Frieden durch den Abgrund. Weißt du, was das ist? Boss Area. Oh, ich werde verlangsamt. Weshalb auch immer gerade. Ach, wahrscheinlich durch das schwarze Loch. Oder durch den Gegner, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus für mich. Muss ich im Licht bleiben und dadurch werde ich wieder schneller. Ja, anscheinend. Nee, das hat was mit dem Gegner zu tun. Wenn ich zu lange in seiner Nähe bin, verlangsamt er mich. Wie so eine Kälteaura. Oh, ich habe gerade das Healthpack voll gehabt. Da ich das hätte wieder einsetzen können. Ja, war nur noch ein Schlag. Da hätte ich lieber mal durchziehen sollen.
Aber die Steuerung ist echt sehr direkt. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kannst du nämlich ziemlich viel Fehler ausgleichen. Weil selbst im Schlag kannst du noch einen Ausweichmove machen. Beziehungsweise recht schnell kannst du wieder ausweichen, solange du halt Ausdauer hast. Und das ist mir lieber, als wenn ich dann in dieser Bewegung festhänge. Obwohl ich die nötige Ausdauer noch hätte, um zu reagieren. Einen ersten Boss will ich schon im Angespielt haben. Deshalb von der Reaktionsgeschichte etc. ist das Spiel auf jeden Fall fair. Für den Anfang. Keine Ahnung, wie später. Es kann sein, dass später Bosse sind, wo du einfach nur denkst, fick dich ins Knie. Wie bei Surge 1. Oh, guck mal, der Endgegner. Ach, der Endgegner kann alles, was die Bosse vorher konnten. Abwechselnd. Wir sterben, Spiel. Upsala. Boah, guck mal, wie der in die Ecke flitzt, ey. Wenn du ausweichst. Wow, der hat es wirklich geschafft zu blocken. Die Uhr leuchtet nicht mehr, weil die jetzt außerhalb dieses Dreieckbereiches ist. Aber ich denke mal, es wird nochmal was ganz Spezielles passieren, wenn dieser Kreis in diesen eingezeichneten Kreis reingeht. Und ich glaube, die Zahl darunter, unter dieser Uhr links oben, zeigt uns, wie viele Umdrehungen wir um das schwarze Loch schon gemacht haben, seitdem wir angefangen haben zu spielen. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendeinen Einfluss haben auf die Kämpfe. Oder zeigt einfach an, wie lange wir halt schon dran sind. Also ist eigentlich so diese Grundmechanik nicht verkehrt. Da hat irgendjemand mal ein bisschen nachgedacht. Ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall verändert das das Kampfgeschehen etwas. So, hoch zur Treppe. Jetzt habe ich auch zwei Health Packs. Oh, jetzt fühle ich mich schon viel zu sicher. Dein Schild wird immer kleiner. Nein, das ist, weil mein Ding immer größer wird. Was? Du kannst auch ausweichen?
tau dich mal ein bisschen auf. Ah, ich will einfach zu viel. Es ist ein bisschen wie Dark Souls, ja. Aber leider schaffe ich in der Stunde Anspielzeit nicht den ersten Boss. Weil ich jetzt übermütig war. Und weil sie anscheinend bei weniger HP bei dem Move macht, mit dem zweimal schlagen, nochmal so einen Seitenmove, womit die mich dann angreift, beziehungsweise in die Ecke schlägt, wo du dich halt hin verkriechst. Okay, das Annexion hat mir jetzt auch nicht geholfen. Ach, rechts ist der Schaden. Physikalischer Schaden, hier 16. Beim Opferdolch 9. Der Schild macht nicht so viel Schutz. Du kriegst ja trotzdem Schaden. Ich will nur mal kurz gucken, wie der Dolch vom Schaden her ist. Also, der wird auf jeden Fall wenig Ausdauer verbrauchen. Und ist halt super schnell. Ja, man bekommt mehr Fähigkeiten mit der Waffe. Also du trainierst die Waffe so gesehen. Deshalb hat die ein eigene EP-Bar. Das ist das Ding, was da in der Mitte ist. Aber wir sind bis jetzt mit keiner Waffe so weit gekommen, dass wir da eine Fähigkeit freigeschaltet haben. Obwohl mit Dolch scheint das wohl in mehreren Stufen zu sein. Und ich denke mal, die Fähigkeit selbst ist sowas wie eine Kombi oder Combo. Und da oben ist noch was versteckt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Du bist Zorro. Ich mache überall ein Z in die Stirn, Junge. Und das hier ist ja auch irgendwie... Arg, Polizei, Hilfe zu mir. Im Bereich, wo ich irgendwie hinkomme. Aber der Reichweite ist super gering. Du musst ja wirklich in dem drin stehen. Ah.
Deshalb, wir sammeln hier ja auch Materialien. Also denke ich mal, dass Crafting wirklich später auch noch dazugehört. Ach, come on, don't play like shit. Ah, ich kam mit der anderen Waffe wirklich besser klar. Weil der holt einfach so unglaublich lange aus bei der schweren Attacke. Und da kannst du halt auch lieber was anderes nehmen. Also die andere Waffe, die braucht nicht länger. Nur die leichten Attacken sind hier halt super schnell. Das ist halt ganz cool. Aber die schwere braucht mir zu lange. Ach so, ich habe den Boss vorhin gemeint. Der bekommt andere Fähigkeiten, wenn du ihn die HP abgezogen hast. Das ist korrekt. Das ist auch das, was ich, glaube ich, was ich so gemerkt habe gerade im Kampf. Ja, theoretisch würde ich die, also 90% physischen Schaden damit ablenken können mit dem besseren Schild. Aber da fehlen mir 3 Stärke. Da müsste ich erst leveln weiter. Tja, aber so viel zum Angespielt. Ich habe den Namen vergessen. Hellgate. No, Hellpoint, Entschuldigung. Also nicht so verkehrt, aber jetzt nicht die Dark Souls Super Alternative. Danke Chris für dein Stufe 1 Abo. Es ist halt einfach okay. Heute haben wir wieder diese okay-Spiele. Weil du kannst es nicht zerreißen. Du hast eine sehr direkte Steuerung, du hast Bossfights, die halt Dark Souls-like sind, kriegst halt viel Schaden, kriegst Ausrüstung, lernst Fähigkeiten durch die Waffen, hast wahrscheinlich Crafting später noch zusätzlich. Dann kommen noch hier Körpermodule, die wahrscheinlich noch was verändern, oder Bewusstseinsmodule. Und was einem Omnikubus ist, glaube ich, irgendwie eine Spezialfähigkeit, die du finden kannst. Das wird auch seine Zeit unterhalten. Aber ich habe schon gesehen, dass Steam die Sachen etwas durchwachsen sind. Aber auf jeden Fall von den Systemen her bedeutend durchsichtiger als vorher. Ach, da oben sind die unterschiedlichen Waffen auch. Verbesserungschips. Schild, Fernkampfwaffe. Bei Last Remnant, glaube ich. Ah, da hast du übrigens das Modell Kreuzschild. 500 Ensiliumpartikel, 100 Kohlenstoffpartikel und 3-mal das Material Hartglas. Deshalb, den einen oder anderen Liebling wird dieses Spiel auch finden. Omnicubus klingt nach Horadim-Würfel, das ist aber noch nicht damit gemeint. Ich glaube, ich irgendwie eine Spezialfähigkeit. Deshalb. Es sieht zwar aus wie von vor 10 Jahren produziert, aber gameplay-technisch kann ich jetzt nichts anmerken hier.
benutzt halt die Dark Souls Elemente in den Dark Fantasy Setting. Blöpp. Nicht Dark Fantasy, sondern Dark Sci-Fi Setting. So, aber an der Stelle angespielt Ende. Auf YouTube danke fürs Zuschauen, falls euch für das Spiel interessiert. Unterstützt die Entwickler, wenn es Spaß, wenn es das ist, was ihr denkt. Also gedacht hat, dass es sein sollte. Nein, Gameplay ist nicht wie vor 20 Jahren, weil sonst wäre das erste Dark Souls gewesen.